Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Die Volvos schieben mal wieder eine Bannwelle an und entfernen immer mehr Exploits, die über die Zeit gefunden wurden. Das schauen wir uns jetzt mal an. Let's go. Das kommt nicht aus Deutschland. Steht hier drauf. Kommt aus Germany. Wir beginnen hier direkt mit der Bannwelle. Diese startete am 31. Juli, da waren es noch um die 120 Banns. Einen Tag später dann schon das Doppelte. Das wird auch immer noch hochgezählt. Gestern waren es am 1. August weniger als heute und auch hier am 2. August, wo wir jetzt schon fast auf alleine 500 Gamebans sind, steigt es auch nach wie vor an. Gestern waren es, glaube ich, 320, also jetzt sind es schon wieder über 100 mehr. Wir wissen ja auch, dass Convas irgendwie langsam zählt. Wenn hier ein paar hundert stehen, dann zeigen andere Tracker schon viele Tausende an. Da ich aber bis jetzt immer Convas genutzt habe, um euch eben von Bannwellen zu berichten, nutze ich es auch weiterhin so. Der 3. August ist auch schon angestiegen. Hier war gestern noch gar nichts und jetzt sind schon fast 100 kombiniert Gamebans und normale Bans, also Wackbans. Und den 4., den haben wir heute erst. Da müssen die Bans erstmal angesammelt werden. Bis jetzt weiß man scheinbar in der Cheater-Community noch nicht, warum im Moment links und rechts weggebannt wird. Was ja erstmal ganz gut ist, denn dann kann man nicht einfach umsteigen von einem Feature auf das andere, beziehungsweise von einem Anbieter auf den nächsten. Dieser Zustand kann also noch gerne ein paar Tage anhalten. Vor ein paar Tagen habe ich mitbekommen, dass, also auch wieder von externen Cheater-behafteten Quellen, dass eine gewisse Form von Anti-Aim detected wird. Es könnte natürlich sein, dass jetzt sowas wie eine Anti-Aim-Detection-Welle folgt und die Leute jetzt gerade alle ihren Bann bekommen. Die letzte größere Bannwelle von vor circa 2 Monaten war ja diese No-Spread-Bannwelle, als No-Spread detected wurde und eben die ganzen Leute ja, ihre Banns dafür erhalten haben. In dem Fall war es auch wieder nicht ganz klar, wie viele 1000 Banns es jetzt waren, also von den Bann-Trackern her. Die einen sagen 2, 3, 4, 5, 6.000 und andere Bun-Tracker haben irgendwie 30.000, 40.000 Leute gezählt. Da ist eine große Diskrepanz dazwischen. Ich werde einfach weiterhin schön bei Convas reingucken. Gerade vor kurzem habe ich euch ja auch erzählt, dass das Feature Rapid Fire detected wurde von Counter-Strike, von den Volvos. Möglicherweise fallen hier auch noch ein paar Rapid Fire Buns mit rein, aber das wäre sehr spät. Tja, und sonst gibt es zumindest bei mir aktuell keine neueren Infos, warum diese Bannwelle gerade reinläuft. Natürlich gibt es Gemunkel, aber das ist komplett unbestätigt. Zum Beispiel, dass es wieder in Richtung dieser Bots geht. Also, dass einige Anbieter versucht haben, wieder Farming-Bots anzubringen oder an den Mann zu bringen und die halt wieder detected wurden. Aber da gibt es diesmal überhaupt nichts. Beim letzten Mal hatten wir ja sogar Videobeweise von Leuten, die diese Bot-Farmen geführt haben. Im Intro habe ich auch angesprochen, dass die Volvos aktuell dran sind, Exploits zu fixen. Das machen sie natürlich die ganze Zeit. Wenn sie irgendeinen Exploit finden oder ihn mitgeteilt bekommen, dann wird es gefixt. Leider gab oder gibt es auch nach wie vor viele Counter-Strike-eigene Dinge, die man sich praktisch über eine Backdoor oder auch einfach über irgendeinen Befehl freischalten kann, um halt dann fiese Sachen machen zu können. Dazu braucht es dann keine externen Cheats, sondern es kann einfach in CS2 mehr oder weniger eingeschaltet oder genutzt werden. Diese Exploits, Konsolenbefehle, Commands und so weiter und so fort werden Stück für Stück herausgenommen, beziehungsweise der Zugriff wird verweigert. Gerade vor kurzem kam dieser Exploit auf, mit dem man relativ einfach durch Wände hindurch gucken konnte und sich eine Art Wallhack herzaubern konnte. Solche Sachen werden wie gesagt erkannt und dann von den Volvos gefixt. Jetzt ist es ja auch nicht mehr lange hin, bis das nächste Major startet. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass sie bis dahin noch sehr viel machen wollen, also in Hinsicht eben Exploits fixen, Cheater rausschmeißen, ihr Anti-Cheat verbessern und so weiter und so fort. Dass es nicht wieder so ist wie beim letzten Mal. Da wurden, glaube ich, wie viele Cheater wurden gebannt beim letzten, bei den RMR-Games, glaube ich, war das noch 20, 30 oder 40. Natürlich war der auch ein Großteil online. Das heißt, da kann man dann sowieso halt, also wenn jeder ran kann, dann ist es ja klar, dass da eben Cheater detected werden. Aber es ist wichtig, dass sie detected werden. Sie dürfen auf keinen Fall bis ins Major reinkommen. In der Hinsicht kann ich mir also auch gut vorstellen, dass da noch einiges kommt. Also, dass auch noch Bannwellen geflogen kommen, beziehungsweise zumindest eben an der Detection weiter gearbeitet wird. Und auf diese guten Nachrichten und wahrscheinlich auch die Kürze des Videos folgen jetzt noch ein paar Giveaway-Auflösungen und dann auch noch hier einfach ein Giveaway mit im Video. Let's go! Zuallererst gibt es für euch dieses Deadtrack Music Kit zu gewinnen. Das war in dem Video, in dem es um die alten Operation-Missionen ging. Ich habe euch gefragt, Bot-Mission geil oder nicht? Vielen Dank für 108 Kommentare. Der Gewinner ist im Weg, mein Bedingens ist im Weg. Freddy Wack, Bot-Missionen klingen ganz gut, aber ich finde, dass die Bots noch zu blöde sind. Aha, hast du denn schon mal gegen Hardcore-Bots gespielt? Aha. Freddy, du hast somit das Music-Hit gewonnen. Bitte melde dich unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge deiner Kanalinfo bitte deinen Trade-Link hinzu. Dankeschön. Als nächstes gibt es diesen R8 Crazy 8 Revolver für euch. In dem Video hatte ich euch gezeigt, welche Maps aktuell noch fehlen, beziehungsweise welche schon erspoilert wurden, die noch gemacht werden müssen. Und die Frage war, welche ihr davon am besten sehen wollt oder am ehesten sehen wollt. Vielen Dank für 145 Kommentare. Der Gewinner dieses R8 Revolvers ist David.
Ich freue mich auf Shorters. Let's go! David, hier melden und Trade-Link in die Kanalinfo. Du weißt Bescheid. Dann hatte ich noch dieses Souvenir Negev rausgeklüppelt. Und die Frage in diesem Video war, ob ihr glaubt, dass dieses Jahr noch eine Operation kommt oder dann erst nächstes Jahr. Vielen Dank für 120 Kommentare. Und der gewinnende Kommentator ist... Ken Klein Paris aka Ken Smarten. Operation kommt ganz safe dieses Jahr. Bin mir da sehr sicher. Ich hoffe natürlich auch, dass dieses Jahr noch eine kommt. Ist jetzt der 8. Monat. Leider rückt das Major, wie vorhin erwähnt, immer näher. Und kurz vor dem Major kommt wahrscheinlich nichts, weil es da einfach viel zu viel gibt, auf das sich die Spieler dann noch einstellen müssten. Aber November-Dezember-Operations sind keine Seltenheit. Also noch ist die Hoffnung da. Ken, du weißt, wie es läuft. Einmal hier unter dem Video melden und bitte in die Kanalinfo deinen Trade-Link. Dankeschön. Und zu guter Letzt gab es noch eine AK-47 Slate. Und in diesem Video ging es darum, ob es euch gefällt, wenn ich solche Auswertungsvideos mache. Da hatte ich euch im Vorfeld gefragt, auf wie viele Cheater trefft ihr im Moment? Ist es besser geworden, schlechter, gleich geblieben? Und das habe ich dann einfach in einem Video eben, ja, dargestellt, was eure Antworten nun ergeben haben. Vielen Dank für 146 Kommentare. Und der Gewinner der Slate ist... 2K Phil. Meine Elo in Premiere ist 22,7k, vor knapp 2,3 hatte ich. Da muss ich kurz reindrehen. Meine Elo in Premiere 22 wurde jetzt ziemlich gut in letzter Zeit. Sprich, keine Spinner mehr, vielleicht mal jemand mit Wallhack, aber sonst ganz okay. Das ist leider nicht die Antwort auf die Frage. Ich gucke jetzt, ob ich da richtig bin. Es ist sehr hilfreich durch deine Aufführung der Statistik, okay. Ich finde deine Datenauswertung sehr interessant. Also ja, doch, Phil, dann hast du leider nicht gewonnen, dann muss ich den nächsten ziehen. Es ging, wie gesagt, darum, ob es euch gefällt, wenn ich solche Auswertungsvideos mache oder ob ich sowas eher lassen soll. Räuber Hotzenplotz. Ja, die Datenauswertung hat mir gefallen, aber traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist natürlich wahr, das stimmt. Du hast somit das Giveaway gewonnen. Bitte hier melden und dein Trade-Link in die Kanalbeschreibung. Und natürlich gibt es heute auch wieder was für euch, und zwar diese M41S Amphosaurus S. Die Frage hier ist ganz einfach, und zwar kannst du, da könnt ihr euch vorstellen, dass es vor dem nächsten Major, Shanghai, dass es da dann noch eine deutlich größere Bannwelle gibt, als diese jetzt von den letzten 2-3 Tagen. Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Es freut mich sehr, dass ihr so aktiv mit am Start seid. Vergesst nicht, dass wir diesen Monat diese fette Desert Eagle im Giveaway haben auf Twitch, diese Emerald, ja, ich versuche es einmal richtig zu sagen, Jürmungsgandre oder sowas, also die General Jürgensmund, diese grüne. Die gibt es diesen Monat auf Twitch im Giveaway, also kommt gerne rum. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Let's go! Ja, dann sehen wir uns dort am Dienstag oder im nächsten Video am Dienstag. Bye, bye! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Insta.